Am 13. Spieltag war er zum ersten Mal im SCM-Trikot. Neuzugang Nemanja Zelenovic bestritt beim Traditionsduell SC Magdeburg gegen den TBV Lemgo sein erstes Spiel für den Club. Auch in der Getek Arena wird ein Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz sowie friedliches Miteinander der Kulturen gesetzt. Unmittelbar nach dem Anpfiff folgte eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer der Terroranschläge in Paris. Doch zum Spiel. Das erste Tor der Partie warf Jakob Bagerstedt für den SC Magdeburg. Aber der TBV konnte schnell den Ausgleich erzielen. Rolf Herrmann mit dem 1:1. Ausgleichstreffer 1:1 für den TBV. Noch in den ersten Minuten konnten die Gäste in Führung gehen. Tim Hornke mit der 2-Tore-Führung. Der SCM legte nach und Finn Lemke erzielte den Ausgleichstreffer gegen seinen ehemaligen Verein. Lemgo setzte mit der erneuten Führung zum 6:7 ein Zeichen. Aber die Elbestädter ließen sich nicht unterkriegen und wieder einmal war es Finn Lemke, der den SCM ins Spiel brachte. Der SC Magdeburg war ab der 17. Spielminute wieder im Spiel. Robert Weber mit der 3-Tore-Führung. In der 21. Spielminute nun zum ersten Mal auf der Platte Nemanja Zelenovic. Die Grün-Roten kommen immer besser ins Spiel und Regisseur Marco Besiak baute die Führung weiter aus. Dem klasse Anspiel von Nemanja Zelenovic folgte Roberts 5. Treffer innerhalb der ersten Halbzeit. Kurze Zeit später warf auch er sein erstes SCM-Tor vor 6.832 Zuschauern. Mit dem Halbzeitpfiff gelingt dem TBV Lemgo noch das Tor Nummer 13 durch Erwin Feuchtmann. Für diese Aktion in Halbzeit 2 gab es einen 7-Meter. Aber Tim Hornke schafft es nicht, den Ball im Tor unterzubekommen. Auch in Unterzahl klappt es. Jurnatek zum 18:14. Gegen seinen Ex-Verein war Finn Lemke an diesem Spieltag besonders motiviert. In der 36. Spielminute war auch Jakob Bagerstedt zum 5. Mal erfolgreich. Mit einem Hammertor von Jonathan Stenbecken konnten die Gäste den Rückstand verkürzen. Bei dieser Aktion holte Marco Besiak eine 7 Meter für den SCM heraus. Der TBV Lemgo wechselte den Torhüter und Robert Weber tritt für den SCM an. Frech und gezielt verwandelt Weber den 7 Meter. Robert war mit seinen Treffern einer der besten Torschützen im Spiel. Yannick Green hält und Nemanja Zelenovic zieht das Ding beim Tempo-Gegenstoß durch und warf das 24:18. In der 43. Spielminute passierte ein ganz besonderer Treffer. Yves Grafenhorst erzielte sein 1000. Pflichtspieltor für den SC Magdeburg. In Unterzahl reingekämpft, das Tor von Fabian van Olfen zum 26:21. Nemanja setzte nicht nur sich, sondern auch Kreisläufer Jakob Bagerstedt in Szene. Durch die Hände unseres Torwarts warf Rolf Herrmann zum 28:23. Mit diesem frechen Heber erzielte Ex-SCM-Spieler Tim Hornke das 25. Tor für Lemgo. In der 57. Spielminute lieferte auch Finn Lemke seinen 5. Treffer und wird von der Halle gefeiert. Den letzten Treffer für Lemgo warf Tim Hornke und er war somit der beste Torschütze auf Seiten der Gäste. Auch Jakob Bagerstedt gehörte zu den besten Torschützen. Er warf insgesamt 8 Tore in diesem Spiel. Am Ende gewann der SC Magdeburg mit 36:29 in der Getek Arena. Am 18. November geht es für den SCM weiter. Auswärts erwartet die Magdeburger ein weiteres Traditionsspiel gegen den VfL Gummersbach. Und hier die Stimmen zum Spiel gegen den TBV Lemgo. Ich glaube, dass wir eigentlich insgesamt ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Ja. Immer dann, wenn wir in der zweiten Halbzeit mal die Chance hatten, auf 2-3 Tore ranzukommen,
haben wir vorne entweder den Ball nicht gemacht oder mal zu früh abgeschlossen, wodurch der SCM seine erste, zweite Phase ganz gut aufziehen konnte. Und ja, wenn man hier was mitnehmen will, dann kommt es auf diese beiden Kleinigkeiten noch darauf an, dass man die Dinger auch noch reinmacht. Dann wäre ich mal gespannt gewesen, wie das Spiel gelaufen wäre, aber hätte zählt nun mal nicht. Yves, herzlichen Glückwunsch zu dem Wiedereinstand hier in der Halle und zum 1000. Tor für den SCM. Da fühlt man sich doch bestimmt klasse, oder? Ja, absolut. Also ich habe es tierisch genossen, hier heute aufzulaufen. Es hat extrem viel Spaß gemacht, war ein temporeiches Spiel. Ging gut hin und her und das ist natürlich super für uns außen, das macht uns Spaß, das ist genau das, was wir wollen. Ja, das hat dann auch geklappt mit dem Tor. Ich habe es vorher gewusst, dass ich nur noch eins brauche und dass der dann gleich so reingeht, ist natürlich super. Wenn wir Wechsel vollzogen haben, haben wir auch immer so ein bisschen gebraucht, bis wir erstmal reinkamen, bis sich jeder an die einzelnen Absprachen, die wir uns im Vorfeld vorgenommen haben, gehalten hat. Dazu hatten wir eine hohe Fehlerzahl, haben den Torwart auch ganz gut warm geworfen dann in einigen Phasen und auch hinten den einen oder anderen Fehler gemacht und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ich denke, dass wir haben Gas gegeben von der ersten Minute. Wir hatten ein bisschen schlecht in Deckung angefangen, aber trotzdem gut Führung in Halbzeit und dann haben wir in Halbzeit in die Kabine gesagt, dass wir müssen die kleinen Fehler wegschmeißen und versuchen Konzentration zu halten, dann können wir das Spiel tot machen und mit guter Leistung für die Zuschauer, denke ich, die hat das gut gemacht heute. Das führe ich darauf zurück, dass ich gute Nebenleute habe, die mich hervorragend einsetzen. Also das ist dann, wenn einer das Tor wirft, ist es schlussendlich nur der Schlussakt. Vorher wird für einen gearbeitet und da waren Marco, Yves, Jakob am Kreis. Also die ganze Mannschaft hat da hervorragend für mich gearbeitet und wir für die anderen aber auch, glaube ich.